die richtige Personalplanung und Entwicklung des Teams fördern. So geht's. Ja, mein Name ist Saad Chamo. Willkommen wieder auf dem YouTube-Channel der A&M. Ich möchte dir heute etwas mehr zur Personalplanung erzählen und wie du dein Team stets weiterentwickeln kannst. Man muss die Personalplanung erstmal wie eine Ressourcenplanung sehen. Ja? Du hast gewisse Ressourcen, die du verbrauchst, und dafür brauchst du dann Personal. Ja? Die Dienstleistung oder so viele Aufträge hast du. Und jetzt musst du ja messen können, irgendwie wie viel Mitarbeiter oder wie viel Personal brauche ich für diesen Auftrag und danach und so weiter. Und das Wichtigste ist erstmal, dass du nicht mehr dein Personal nach Gefühl planst. Ja? Setze Maßstäbe und KPIs, also sag, das muss ich schaffen die Woche zum Beispiel. Und das sind zum Beispiel bei uns in der, Firma pro Woche 5 Kampagnen. Wenn du siehst, diese 5 Kampagnen werden von dem aktuellen Personal geschafft ohne Probleme, dann passt alles. Siehst du einmal, aber du musst ja erstmal den Maßstab haben. Unser Maßstab sind die 5 Kampagnen. Wenn du diese 5 Kampagnen nicht, also wenn ich keinen Maßstab hätte, dann wüsste ich das ja gar nicht. Mal werden 4 geschafft, mal werden 6 geschafft, mal 3. Und ich gehe davon, alles ist in Ordnung. Jetzt, wenn du dir die Maßstäbe gesetzt hast und weißt, okay, es müssen 5 Kampagnen im Normalfall abgeschlossen werden, dann weiß ich, okay, wenn man nicht 5 geschafft werden, dann stimmt irgendwas nicht. Und jetzt kannst du die Ursachen finden. Warum schaffen die das nicht? Also fehlt mir irgendwas, dass die aktuellen Mitarbeiter auch diese 5 Kampagnen schaffen? Bitte vergiss nicht, 5 Kampagnen war jetzt auf uns bezogen. Das können auch 5 Terrassendächer sein, das können auch 5 Fenstereinbauten sein oder Haustieren etc. Das ist individuell. Es geht einfach nur jetzt um eine Kennzahl. Und genau das ist halt das Wichtige, dass du da ansetzt, dass du sagst, ich plane erstmal auch Krankheit ein, ich plane auch Urlaub ein, weil das ist normal. Jeder Mitarbeiter wird mal krank sein, jeder Mitarbeiter wird mal einen Urlaub fahren. Und du musst darauf vorbereitet sein. Also du musst quasi, wenn du deine Maßstäbe, also deine KPIs setzt, dann muss das alles schon einkalkuliert sein. Und genau da fängst du dann an. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 3 Leute, 5 Kampagnen, die sie machen und sie schaffen das immer, aber wenn einer krank wäre oder Urlaub macht, schaffen sie es nicht. Das ist für dich das erste Signal. Wenn mal 2 Wochen in Folge vielleicht diese Kennzahl nicht erfüllt wird, dann brauchst du neues Personal. Und dann setzt du neue Maßstäbe und so geht es dann immer weiter. Dann dasselbe ist auch, wenn du weißt, okay, ich brauche 3 Monteure für 5 Aufträge die Woche, habe aber jetzt das Ziel, ich möchte 10 Aufträge machen, ja klar, du brauchst 3 neue Monteure. Und so einfach kann das sein. Und so kannst du dein Team dann Step by Step entwickeln und dann immer wieder an den äußeren Gegebenheiten anpassen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist nicht immer darauf zu warten, wenn die Situation eintrifft. Sei etwas vorbeugend. Was heißt vorbeugend? Versuche stets, den passenden Mitarbeiter schon zu suchen. Weil seien wir doch mal ehrlich. Was passiert, wenn morgen der perfekte Monteur bei dir an der Tür anklopft und möchte sich bewerben? Ich bin mir sicher, dass du nicht sagst, nee, brauchen wir nicht. Ja, also wenn die Chance da ist, einen guten zu bekommen, dann nutzt sie auch. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, jetzt habe ich doch 4 Monteure. Lass uns doch mal versuchen, also wenn ich jetzt 4 zur Verfügung habe, die Schlagzahl vorne zu erhöhen. Das heißt, mit einer KPI setzt du letztendlich andere. Ja, so viel dazu. Wenn du noch Fragen hast oder irgendwas unklar war oder vielleicht einfach mal Hilfe brauchst, wie du deine Kennzahlen bestimmst in deinem Unternehmen, dann buch dir doch gerne mal ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Website und bis bald.